Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von leimenlokal.de, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Jüngster Tag, das ist ein Thema, das vielleicht in drei Religionen sehr wichtig ist. Die Menschen der jüdischen Religion warten auf den Messias. Der Messias wird kommen und er wird den Tempel wieder errichten und auch die Menschen retten. Die Menschen des Islams, sie warten auch auf den jüngsten Tag. Sie wissen nicht, wie alles dann sein wird. Vielleicht auch mit verschiedenen Änderungen in der Natur, aber auch in den Menschen. Die Menschen der christlichen Religion denken auch das, und das ist eben das Thema an diesem Sonntag in den katholischen Gottesdiensten. Legt euren Gürtel nicht ab, lasst eure Lampen brennen, seid wie Menschen, die auf den Herrn warten. Ja, die Menschen der christlichen Religion sind immer aufgefordert, dass sie auf das Wiederkommen Jesu Christi warten sollen. In jeder heiligen Messe beten die Menschen bis zu Kommst in Herrlichkeit. Also, die Christen sind Menschen, die wirklich sehr positiv auf den jüngsten Tag warten. Da ist eben die Kirche als eine Institution, als eine Gemeinschaft, die wirklich mit diesen Geburtswehen auch lebt. Die Kirche ist eben eine, die wirklich in dieser Welt lebt, in dieser wunderbaren Welt. Und das ist einfach sehr schön mit der ganzen Natur, mit verschiedenen Menschen in Versöhnung, ja, soweit es möglich ist. Aber die Kirche lebt eigentlich auf eine große Erwartung, dass der Herr einmal zu uns ganz da sein wird, dass er uns erretten und erlösen wird. Das hat eben das Zweite Vatikanische Konzil sehr deutlich im Dokument Gaudium et Spes notiert. Ich zitiere aus dem Dokument Nummer 40. So geht denn die Kirche den Weg mit der großen, mit der ganzen Menschheit gemeinsam und ist gewissermaßen der Sauerteig und die Seele der in Christus zu erneuernden und in die Familie Gottes umgestaltenden, ja, menschlichen Gesellschaft. Also, die Kirche sollte eben eine Institution sein, die nicht befestigt ist in dieser Welt mit Macht, mit Geld, mit Ruhm und allem Möglichen. Die Kirche sollte eben eine Institution sein, die wirklich, ja, eine gewisse Freude hat, in dieser Welt zu leben, aber immer wieder auch auf das hinweisen, dass der Herr einmal kommen wird. Und das will eben Lukas in seinem Evangelium an diesem Sonntag uns sagen. Was ist mit Ihnen? Warten Sie auch auf den Herrn, ohne dass wir die Freude mit dieser Welt verlieren zu müssen? Wie geht es Ihnen? Sie dürfen sehr gerne den heutigen Tag jetzt so viel wie möglich genießen, aber immer mit einem Hintergedanken, mit einer Wachsamkeit, dass der Herr für Sie, für dich und für mich einmal kommen wird. Das kann heute sein oder morgen sein. Der jüngste Tag ist immer, ja, am Kommen. Einen schönen und gesegneten Sonntag für Sie.